Christi, Servus und Hallo! Heute haben wir für euch eine Nuss-Nougat-Creme-Torte vorbereitet. Nuss-Nougat! Die Zutaten lauten... Unsere leckere Nuss-Nougat-Creme! Aus Klaus! Wie immer haben wir unseren Teig vorbereitet. Natürlich unsere leckeren Haselnüsse, die wir dann nachher schön zermanschen. Nüsse. Natürlich das Beste, der riesengroße Puderzucker. Mal wieder ganz schön harter Brocken. Stimmt's, Gudrun? Oh ja. Puderzucker. Uns rannern die Arbeit, Gudrun. Hör auf damit. Nun stanzen sie den Teig mit einer beliebigen Form aus. Beliebige Form? Das sollte dann etwa so aussehen. Nun schneiden sie den Teig in zwei Hälften. Ich stehe im Moment auch zwischen zwei Hälften. Du arme Schwein. Ich weiß, Gudrun, ich weiß. Themawechsel. Nun streichen sie auf die zwei beliebigen Teigblätter sozusagen Nuss-Nougat-Creme, die hausgemachte. Und so sollte es aussehen. Oh, ich muss nochmal... Nougat, mein Schatz. Lecker. So, da bin ich wie... Was hast du gegessen, Klaus? Woher weißt du das? Spuck's aus. Ausspucken, habe ich gesagt. Schon geschehen. Nun, wenn sie die Nuss-Nougat-Creme schön draufgetan haben. Nuss-Nougat. Geh lieber raus. Du kriegst deine Anfälle. Ach du, jetzt bin ich auch schon voll geschmiert. Jetzt muss ich wirklich von dir in die Ecke geschickt werden. Das hätte ich nie gedacht, Gudrun. Wasch deinen Mund ab. Andere Hälfte drauf. Oh, nix passiert. Nun. So, da bin ich wieder. Habt ihr mich vermisst? Ja, ja, ja. Nun schneiden sie das Gleiche nochmal aus, nur in kleiner. Und schneiden es nochmal in zwei Hälften. Klaus, wir müssen mal wieder den Kühlschrank neu aufräumen. Nicht jetzt, Gudrun. Unsere Zuschauer warten. Dann streichen sie nochmal Nuss-Nougat-Creme auf die Torte. Nougat. Das sollte dann in etwa so lecker aussehen. Oh, lecker. Nun können sie die Torte beliebig verzieren. Für das kleine i-Tüpfelchen noch am Ende. Aber das Nutella ist schon so lecker. Nun hacken sie die Nüsse schön in kleine Stückchen. Einfach die Nuss obendrauf. Geben sie die Nussschnipsel einfach drauf. Wenn das nicht lecker aussieht, dann weiß ich auch nicht mehr. Mein Schatz! Das war's mit unserer Kochshow. Sie können es gerne nachmachen. Es ist so himmlisch! Bitte sparen Sie uns den Anblick!